Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetterextra über Chemtrails. Was da erzählt wird, dass jetzt irgendwie Gift versprüht würde oder dass jetzt damit das Klima verändert werden könnte, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Immer ein bisschen problematisch, über etwas zu sprechen, was es gar nicht gibt, was es gar nicht gibt, was es gar nicht gibt. Aber weil es doch ein paar Chemtrails gibt es nicht. Chemtrails gibt es nicht. Eigentlich nicht ernst zu nehmen. Früher hätte es das in diesem Ausmaß nicht gegeben. Gift versprüht würde. Aber weil es doch ein paar. Natürlich, wir machen ganz viele Wolken und dann scheint nicht mehr so oft die Sonne. Aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Aber das hat. Natürlich, wir machen ganz viele Wolken und dann scheint nicht mehr so oft die Sonne. Aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Natürlich, wir machen ganz viele Wolken und dann scheint nicht mehr so oft die Sonne. Aber das hat nichts mit den Chemtrails an sich zu tun. Chemtrails, eine frei erfundene Angelegenheit, wo kleine Aluminiumstreifen, sogenannter Düppel oder auf Englisch Chaff ausgestreut wurde. Das sind kleine Aluminiumstreifen, die macht man in Luftwaffenmanövern, um das gegnerische Radar zu stören. Kollege Bublatt hat auch mal eben dieses Klimaexperiment, was ich vorher beschrieben habe, mit den Meer an Wolken unglücklicherweise als Chemtrail-Experiment bezeichnet. Das ist einfach ein redaktioneller Fehler des ZDF. Das ist einfach ein redaktioneller Fehler des ZDF.